In unserem Workshop Argument Mapping und Visualisierung möchten Gregor Beetz und ich Ihnen die Arbeit mit Argumentkarten vorstellen, an Beispielen ihren Einsatz praktisch üben und dann die didaktische Umsetzung und die Anwendung von Argumentkarten im Unterricht mit Ihnen reflektieren. Die Grundidee bei Argumentkarten ist stets von Argumenten auszugehen, also beispielsweise von einem argumentativen Text, wie hier Aristoteles' Nikomachische Ethik. Sie haben hier den Abschnitt 6 aus dem ersten Buch. Das ist das berühmte Argon-Argument. Und um daraus eine Karte zu generieren, müssen wir zuerst das Argument rekonstruieren. Das kann zum Beispiel so aussehen. Und zwar hier direkt mit Arcdown. Das ist das Tool, das wir auch im Workshop mit Ihnen verwenden wollen. Das ist eine Art Texteditor, eine Syntax. Und zwar wird hier das Argon-Argument dargestellt mit den Prämissen und der Konklusion, also im Prinzip in Normalform, in Standardform. Der Schlussstrich ist durch 4 Bindestriche abgegrenzt. Und die Idee ist jetzt, dass wir so ein Argument aus einem Text rekonstruieren, was selbst schon eine interpretative Leistung ist, um es dann aber zu visualisieren. Und wie funktioniert das? Das macht Arcdown, sobald wir diese Normalform auf diese Weise aufgeschrieben haben, automatisch. Und das würde dann für dieses Argument so aussehen. Also wir haben hier unten die drei Prämissen, wir haben in der Mitte das Argument und wir haben diese Stützungspfeile, diese grünen Pfeile, die zur Konklusion hinweisen. Und insofern haben wir bei der Argumentrekonstruktion, bei der Erarbeitung von Argumentkarten immer eine Art Dreischritt. Wir haben ein Argument im Originaltext oder in einer Debatte. Das heißt, wir haben irgendeine Art von Material, eine Ausgangssituation, die kann unterschiedlicher Natur sein. Und dann haben wir aber immer eine Rekonstruktion. Das kann auch unterschiedlich aussehen. Manchmal ist es wie hier jetzt eine Detailrekonstruktion in Normalform. Manchmal ist es eine Pro-Kontra-Liste. Oder manchmal sind das dann sehr komplexe argumentative Zusammenhänge, die aber alle mit Arcdown dargestellt werden können, aufgeschrieben werden können und dann so eine Argumentkarte erzeugen. Was machen wir jetzt in unserem Workshop? Die Grundidee ist die, wir verschaffen uns einen Einblick in die Arbeit mit Argumentkarten und zwar über dieses Tool Arcdown. Aber nicht einfach so und nicht ganz abstrakt, sondern wir machen das anhand der Bearbeitung einer eigenen Aufgabe und darum auch dieses Video. Also Sie werden einen eigenen Text oder eine eigene Debatte sich vorknöpfen, diese rekonstruieren mit Arcdown, sodass wir schon einen gewissen Ausgangspunkt haben, von dem aus wir dann im Workshop weiterarbeiten können, um dann auch, und das ist vielleicht auch der wichtigste Schritt, am Ende die Anwendung dieser Technik reflektieren, uns gemeinsam Gedanken darüber machen, wie gut oder schlecht Argumentkarten dann gerade auch im didaktischen Kontext eingesetzt werden können. Also sowohl in der Schule als auch an der Universität. Bevor wir jetzt in die Details gehen, ganz kurz zu meiner Person. Ich heiße David Lanius. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Debate Lab des Karlsruher Instituts für Technologie. Ich arbeite tatsächlich sehr, sehr regelmäßig mit Arcdown und mit Argumentkarten allgemein. Und zwar sowohl in meiner Forschung als auch in der Lehre. Und zwar nicht nur an der Uni, sondern auch in vielerlei Workshops, die ich im Rahmen des Instituts für Argumentationskompetenz gebe und auch im Rahmen einer kleinen Denkfabrik, dem Forum für Streitkultur, wo es in der Regel darum geht, wie können wir argumentieren, vermitteln. Und das funktioniert eben mit solchen Visualisierungen sehr, sehr gut. Was sind jetzt Argumentkarten eigentlich genau? Diese Frage wird Ihnen gleich Gregor Beetz beantworten. Vielen Dank, David. Und auch von meiner Seite, meine Damen und Herren, hallo, ich bin Gregor Beetz, ich bin Professor für Wissenschaftsphilosophie am Karlsruher Institut für Technologie und ich freue mich, mit David zusammen den Workshop zur Argumentvisualisierung durchführen zu können. Was sind das eigentlich, Argumentkarten? Ganz allgemein kann man Argumentkarten definieren als Infografiken, die argumentative Zusammenhänge visualisieren. So fallen ganz unterschiedliche Arten von visuellen Darstellungen von Argumenten unter diesen Oberbegriff Argumentkarten.
Und einige der vielleicht prominentesten Argumentkarten sind die von Robert Horne. Das ist eine sehr frühe Karte, Can Computers Think? Und diese Visualisierung, diese Infografik stellt die argumentativen Zusammenhänge in dieser philosophischen Debatte dar. Die einzelnen Käste sind hier verschiedene Überlegungen, Argumente oder zum Teil Beispiele, Gedankenexperimente, die sich gegenseitig stützen, angreifen. Ich persönlich bin der Meinung, dass es für die Argumentvisualisierung nützlich ist, wenn man präziser fasst, wann genau sich Argumente stützen und angreifen, welche Bestandteile in einer Argumentkarte vorkommen können. Diese kleine Visualisierung hier zeigt Ihnen schematisch, was es heißt, dass zwei Argumente sich stützen oder zwei Argumente sich angreifen. Und dieses Bildchen zeigt Ihnen auch, welche Bestandteile überhaupt eine Argumentkarte, so wie ich sie definieren würde, haben kann. Argumentkarten bestehen aus Thesen und aus Argumenten. Das sind diese etwas größeren Kästen. Argumente selbst besitzen eine Prämissen-Konklusionsstruktur. Die Prämissen eines Arguments begründen die Konklusion. Und zwar zwischen zwei Argumenten besteht nun genau dann eine Stützungsbeziehung, grün eingezeichnet, wenn die Konklusion des stützenden Arguments identisch ist mit einer Prämisse des gestützten Arguments. Und es besteht eine Angriffsbeziehung zwischen zwei Argumenten, wenn die Konklusion eines Arguments einer Prämisse des angegriffenen Arguments widerspricht. Anhand verschiedener Beispiele möchte ich Ihnen jetzt zeigen, wie wertvoll und nützlich Argumentkartierungen und die Darstellung argumentativer Sachverhalte als Argumentkarten in verschiedenen Kontexten sein kann. Das erste Beispiel ist die Analyse des AfD-Wahlprogramms, die David Lanius vor einigen Jahren durchgeführt hat. David hat sich die Frage vorgelegt, ja, wie argumentieren eigentlich Rechtspopulisten? Und dafür hat er dieses Wahlprogramm der AfD argumentativ auseinander genommen. Und in einem ausführlichen Artikel präsentiert er seine Rekonstruktion, die abschließt mit der Darstellung der Gesamtargumentation der AfD in diesem Wahlprogramm. Ein weiteres Beispiel, jetzt im Bereich der Politikberatung, ist ein Projekt des Rainer-Lemoine-Instituts. Alexander Warnitschke hat in einem sehr, sehr beeindruckenden Projekt die Debatte über die Verkehrswende, also die Frage, wie der Mobilitätssektor dekarbonisiert werden kann, rekonstruiert und dabei eine sehr, sehr umfangreiche Argumentkarte erstellt, die jetzt Rainer-Lemoine-Institut für Zwecke der Politikberatung einsetzt. In einem ganz ähnlichen Projekt habe ich mit meinem Mitarbeiter Sebastian Katschan die Kontroverse über großtechnische Eingriffe in das Klimasystem analysiert. Diese Studie, die wir ja erstellt haben, enthält eine Bestandsaufnahme der Argumente dieser Debatte, die wir rekonstruiert haben und dann jeweils auch in Form solcher kleinen Argumentkarten präsentieren. Und mit diesen Argumentkarten haben wir dann zum Beispiel dargestellt, welche Positionen in der Debatte jetzt noch konsistent eingenommen werden können. Außerdem ist diese argumentative Analyse dann in eine umfangreichere interdisziplinäre Studie eingegangen, die ganz am Anfang mit einer Darstellung der Argumente startet. Und in den weiteren Kapiteln dieser interdisziplinären Studie, in den klimaphysikalischen, in den soziologischen, den juristischen Kapiteln, wird dann jeweils auf die Argumentkarte und die einzelnen Argumente Bezug genommen. Und es wird gesagt, welche der Argumente durch bestimmte empirische Einsichten jetzt eigentlich geklärt oder vielleicht auch widerlegt werden. Zu guter Letzt möchte ich Ihnen noch ein Beispiel aus der Philosophie vorstellen, meinen Kommentar zu Descartes' Meditation über die Grundlagen der Philosophie. Auch dieses Reklambüchlein habe ich so angelegt, dass hier im Prinzip eine umfangreiche argumentative Analyse vorgestellt wird und dabei mache ich mir auch wieder Diese Technik der Argumentkartierung zunutze. das zeige ich Ihnen auch nur an einer Karte, die darstellt einen Ausschnitt der dritten Meditation.
Was hier sehen Sie auch, die Argumente sind hier einfach nur nummeriert und werden im Fließtext vorgestellt. Was hier besonders nützlich war, ist, dass man ziemlich genau darstellen konnte, in welcher Hinsicht die Argumentation zirkulär ist. Es gibt inzwischen auch große Online-Projekte, in denen Nutzerinnen und Nutzer gemeinsam Argumentkarten erstellen, und ich freue mich wirklich sehr über den Erfolg dieser Online-Projekte, zum Beispiel über den Erfolg der Webseite kialo.com. Hier können Nutzerinnen und Nutzer gemeinsam komplexe Debatten als Argumentkarten analysieren. Zunächst einmal sieht das alles aus wie eine Pro-Kontra-Liste, aber an jeden Pro- und Kontragrund können dann wiederum andere Gründe angehängt werden, sodass insgesamt sehr, sehr umfangreiche Debatten entstehen. In diesen Online-Projekten wird typischerweise unter einer Argumentkarte nicht genau das verstanden, was ich vorhin als Argumentkarte definiert habe. Hier haben wir wieder einen weiteren Begriff von Argumentvisualisierung oder Argumentkartierung. Gleichwohl sind solche Karten und Analysen ein sehr, sehr guter Ausgangspunkt, um dann noch detaillierter, logischer zu rekonstruieren. Das sind alles Beispiele aus den Kontexten Forschung, Wissenschaft, Öffentlichkeitsarbeit, Politikberatung. Ich bin der Überzeugung, dass diese Argumentkartierung und Argumentvisualisierung aber ganz besonders fruchtbar und gewinnbringend eingesetzt werden kann in der universitären Lehre und möglicherweise auch in der Schule. Und ich freue mich darauf, genau diese Fragestellung mit Ihnen auf dem Workshop zu bearbeiten. Damit wir dafür nun eine gute Grundlage haben, bitten wir Sie bereits vor dem Workshop, sich mit Argumentrekonstruktion mittels ARCDAUN vertraut zu machen, damit wir während des Workshops dann ausreichend Zeit haben, uns mit inhaltlichen Fragen zu beschäftigen, die Probleme, die vielleicht bei der Rekonstruktion aufgekommen sind, zu diskutieren und insbesondere darüber zu reflektieren, wie ARCDAUN und vor allem Argumentkarten allgemein im Unterricht sowohl an der Uni als auch an der Schule eingesetzt werden könnte. ARCDAUN hat nur den großen Vorteil, dass es eine Syntax ist, also kein Programm notwendigerweise benötigt und auch für die Konvertierung dann der Rekonstruktion in eine Argumentkarte müssen Sie sich nichts installieren auf Ihrem Rechner, sondern Sie können das alles über diese Webseite machen. Gehen Sie dazu einfach auf arcdaun.org und dort können Sie runterscrollen. Hier gibt es eine ausführliche Anleitung, ganz kurz für Sie, damit Sie leichter hineinfinden. Pro- und Kontralisten können ganz leicht dargestellt werden durch Plus und Minus. Plus sind Begründungsrelationen, Minus sind Angriffsrelationen. Diese Tags hier zeigen dem Programm an, dass es sich hierbei um eine Aussage handelt, also in dem Fall eckige Klammern für eine Aussage und darunter spitze Klammern für ein Argument. Na, und Sie können hier schon ablesen, das Argument Editors Easier greift die Aussage ARCDAUN is the best an. Und aus diesem kleinen Text hier generiert dann ARCDAUN direkt eine Karte, die dann so aussieht. Und hier sehen Sie oben die zentrale These, ARCDAUN is the best, wird angegriffen durch das Argument Editors Easier. Und gleichzeitig können Sie mit ARCDAUN aber auch Detailrekonstruktionen vornehmen. Sie können beliebig in die Tiefe gehen, Sie können sehr, sehr komplexe, sehr, sehr große Karten machen. Und im Workshop selber und auch jetzt zur Vorbereitung klicken Sie einfach auf Sandbox auf dieser Webseite, wo Sie direkt auf dieser Seite Argumente rekonstruieren können. Also Sie können hier in diesen Editor direkt reinschreiben und auf dieser anderen Seite, im Moment wird es hier als HTML nochmal schön aufbereitet, aber hier klicken Sie dann einfach auf Map und dann sehen Sie auf der rechten Seite die dazugehörige Karte. Spielen Sie dafür auch gerne mit den verschiedenen Funktionen und Optionen, die Ihnen ARCDAUN bietet, herum und lassen Sie sich auch von den Beispielen, die zusätzlich hier in der Sandbox angeboten werden, inspirieren. Zum Beispiel von dieser Debatte über die Legalisierung weicher Drogen, eine ja, Pro- und Kontraliste mit den verschiedenen Gründen, die für und gegen diese zentrale These, dass weiche Drogen legalisiert werden sollten, sprechen. Oder wenn es komplizierter sein soll, die schon von Gregor genannte Rekonstruktion des Parteiprogramms der AfD, die verschiedene Detailrekonstruktionen enthalten,
aber trotzdem die komplexe Argumentation in diesem Programm wiedergibt. In dem Workshop selbst werden wir die Videoplattform GetherTown verwenden. Das ist eine Videoplattform der etwas anderen Art, aber grundsätzlich funktioniert sie erstmal ganz ähnlich. Sie werden einen Link bekommen, der auf den Raum führt, den wir für diesen Workshop geöffnet haben. Und dann müssen Sie, wie bei anderen Videoplattformen auch, Ihre Kamera und Ihr Audio freigeben. Dann geht die Kamera an, Mikrofon freigeben. Dann läuft das Audiosignal auch über diese Seite. Dann können Sie zusätzlich noch einen Avatar gestalten und verwenden. Und wenn Sie das gemacht haben, dann treten Sie diesem Raum bei. Der lädt ganz kurz und dann sind Sie hier in diesem etwas spielerischen Ambiente, wo verschiedene Räume vorhanden sind. Das ganz rechts hier, na, da gehe ich jetzt kurz rein mit meinem Avatar. Das ist das Klassenzimmer. Da werden wir am Anfang eine Art Input bekommen und dann daneben sind verschiedene kleinere Räume, Breakout Rooms, in denen Sie dann Ihre individuellen Rekonstruktionen nochmal in kleinen Gruppen diskutieren können. Wir hoffen, dass wir nun zumindest ein wenig Ihren Appetit geweckt haben für die Arbeit mit Argumentkarten. Wir hoffen, dass wir Ihnen auch zumindest etwas die Grundlagen von ArcDown und GetherTown verständlich gemacht haben. Und nun am Ende des Videos ganz kurz ein Überblick, was vor dem Workshop noch geschehen sollte, die bereits erwähnte Aufgabe, die Sie bearbeiten sollten. Wählen Sie bitte einen Text oder eine Debatte Ihrer Wahl aus. Gerne ganz nach Ihrem Geschmack und gerne etwas, das Sie im Unterricht verwenden oder verwenden möchten. Und diese Debatte oder das Argument dieses Textes rekonstruieren Sie dann bitte mit ArcDown. Und das kann ganz einfach geschehen als Pro-Kontra-Liste, einfach mit den Plus und Minus in ArcDown oder als Detailrekonstruktion eines einzelnen Argumentes, dann in Normalform. Sie können aber, wenn Sie Lust darauf haben, gerne auch eine komplexere Argumentation rekonstruieren mit vielen verschiedenen Argumenten und den verschiedenen logischen Relationen zwischen diesen Argumenten. Wichtig ist dabei vor allem, dass Sie, wenn Sie das tun, sich bereits Gedanken darüber machen, was die Herausforderungen von Argumentkarten im Allgemeinen und auch von ArcDown im Speziellen sind, und zwar für den Einsatz dann speziell auch in der Lehre. Wenn Sie wollen, können Sie sich auch schon mit unserer Videoplattform GetherTown vertraut machen, damit Sie dann am Workshop-Tag einen guten Einstieg finden. Das war's von unserer Seite. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angeguckt haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns wirklich sehr, Sie in Göttingen kennenzulernen, wenn auch nur digital. Vor allem freuen wir uns, Ihre Beispiele auch kennenzulernen und Ihre Gedanken und Einschätzungen, die Sie dann mitbringen über die Möglichkeiten und Grenzen von Argumentkarten. Vielen Dank und bis dann.